Willkommen zurück zu Devil May Cry 4. Wir begeben uns jetzt mit Nero in die dritte Mission. Mission Nummer 3, der weiße Flügel. Durchsuchen Sie Schloss Fortuna. Schauen wir noch kurz in die Power-Ups. 869. Da leiste ich mir doch mal was. Wird die X-Anzeige auf zwei Slots erweitert, haben Sie Zugriff auf Aktionen der zweiten Stufe. Ah, ich brauche erstmal die normalen Attacken. Beeindruckend, ja. Ah, ich mag den Streak eigentlich ganz gerne. So. So ist gut. So ist gut. Dann kann es eigentlich losgehen. Okay, zweites Bergbaugebiet. Und sofort sind wir im Kampf verwickelt. Boah, da kommt schon einer um die Ecke. Und runter mit dem. Ja. So ist schön. Man kann Gegner auch komplett in der Luft besiegen, wenn man einigermaßen gut ist. Also auch mehrere Gegner. Das versuche ich euch vielleicht mal zu zeigen, wenn es so 5, 6 Gegner sind. So, hier war noch ein roter Kristall versteckt. Das heißt erstmal X-Anzeige auf Maximum, denn wir wollen möglichst viel Schaden machen. Und nochmal. Und ja, fast 800 Kugeln haben wir schon. Gut. Ein Wasserfall. Stellen wir uns doch mal rein. Tönieren so nicht, die Japaner. Und dann Wasserfall stellen. Oh. Na, da hätte ich vielleicht nicht aufhören sollen. So. Das ist so der erste kleine Test, ob man den Devilbringer auch benutzen kann. So, dann schauen wir mal da runter. Es geht hier theoretisch noch hoch, wie ihr gerade seht. Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, was ich hier erreichen kann, weil irgendwie geht es da drüben rechts nicht so wirklich weiter. Eventuell brauche ich den Doppelsprung. Das könnte sein. Oder irgendeine andere Fähigkeit. Ich bin mir unschlüssig. Oh. Ich dachte, ich komme schon. Nein. Da hoch. Also, ich denke mal, da brauche ich noch irgendwas. Zumindest den Doppelsprung. Dann dürfte es funktionieren, weil da oben waren ja nochmal so Kugeln. So. Gehen wir mal. Ne, der ist schon fast tot. Der hier. Komm her. Hoch. Und sie und. Ah, gut, der ist zu weit weg. Ich hätte den so als Trittbrett benutzt, um weiterhin oben zu bleiben. Es gibt dann natürlich auch gut Skillpunkte, wenn man das ordentlich hinbekommt. Ah, eine Biene. Ziemlich eindrucksvoll designt, wie ich finde. Ja. So mit den Seilen, das hat was. Das passt alles ganz gut. So, hier links ist eigentlich ein Kristall versteckt. Ich musste die Aufnahme leider wiederholen, weil es etwas angefangen hat zu stocken. Deswegen habe ich den schon. Ja, für alle, die es nachspielen wollen, da links ist ein Kristall der Marke S. Und wir wollen hier hoch. Für den Orb. Das war es eigentlich auch schon. Je größer der Orb, desto mehr ist er wert. Ganz logisch. Von Bossen kriegt man auf die größte Anzahl, meist mehrere davon. Von kleinen Viechern halt nur kleines Zeug. Vollmond. Was erwartet uns denn hier? Das sieht so ein bisschen aus wie Castlevania. Ein bisschen. Ah, nicht, dass gleich Vampire um die Ecke kommen. So, die Säulen kann man für ein paar grüne Orbs zerschlagen. Es gibt, die Grünen bringen auch Geld, also es ist wie Rot plus ein bisschen Heilung. Die Heilung brauchen wir nicht, na gut. Na, schauen wir uns das doch mal an.
was hier so los ist. Jo. Super. Alles stürzt ein. Ja, weiß. Nichts passiert. Ein neuer Gegnertyp. Ja. Das sind Ace-Monster. Ich weiß jetzt nicht, wie sie direkt heißen. Ich muss das mal nachschauen. Ich nenne sie immer Kristallwächter, weil sie so ein bisschen mit dem Schild so aussehen. Und... Oh. Nicht einfach. Und... Nein, nicht nochmal. Oh, anscheinend doch nochmal. Und wenn ich ihn zu Fall bringe, dann haben wir auch mit dem Devilbringer eine andere Aktion. Nämlich die hier, dass wir den ein wenig rumwerfen können. Und das ist doch ganz lustig. Ah, schade, ich dachte, ich kann das in der Luft machen. Damit können wir die anderen Gegner auch umhauen. Na, der hat ja nichts mehr gehabt. Waren ja bloß zwei. Das ist kaum der Rede wert. Wow. Wow. Hm, gab's hier oben nicht was? Vielleicht hier? Ups. Hm? Ich dachte. Oh, ist das nur in den schweren Versionen so? Na gut. Nehmen wir ein paar Orbs mit. Und gehen weiter. Hua, großes Schloss. Sehr großes Schloss. Ein Cutscene. Eine sehr schöne Cutscene. Ja, ein zweiter Charakter wird uns vorgestellt. Gar nicht offensichtliche Pose. Wir sind natürlich edelmütig und helfen der armen Frau. I owe you thanks. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. Nero hat schon eine Freundin. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from?